Hallo zusammen, ich habe hier etwas wirklich Cooles, Nützliches und doch so Simples für euch. Und das Beste ist, ich stelle euch das zur Verfügung, damit ihr das selber auch nutzen könnt. Dazu am Ende des Videos dann mehr. Ich habe hier dieses Bild, das ich ein bisschen schon bearbeitet habe. Das war das Original hier so. Und das ist das, was ich daraus gemacht habe. Nichts Verrücktes. Ein Schwarz-Weiß-Preset angewendet, dann habe ich hier eine Maske gemacht und zwar einerseits das Motiv etwas aufgehellt mit den Tiefen, wie ihr hier seht. Ich mache das noch ein bisschen mehr und andererseits den Hintergrund etwas weicher gemacht und etwas abgedunkelt. So. Und jetzt möchte ich das Ganze mit Dodge and Burn noch ein bisschen nachbearbeiten, also aufhellen und abdunkeln. Und anstatt dass ihr jetzt hier hingeht und auf die Plus-Taste drückt und euch eine neue Pinselebene erstellt und dann einmal die Einstellungen aufhellt und einmal abdunkelt, könnt ihr das auch mit einem Preset machen. Ich finde, das ist eine wirkliche Arbeitsbeschleunigung, dass ihr euch zwingend einmal einrichten müsst. Ich habe bewusst dieses Bild genommen, weil, schaut mal, ich habe ja hier schon Masken drin und jetzt seht ihr, dass dieses Preset, das ich anwende, die bestehenden Bearbeitungen nicht antastet. Seht ihr, ich habe da ein Preset Dodge and Burn und ich klicke da mal drauf und jetzt habt ihr das Gefühl, es ist gar nichts passiert mit dem Bild, darf es ja nicht, aber ich habe hier zwei leere Masken bekommen. Dodge aufhellen, Burn abdunkeln. Wenn ich auf Dodge klicke, dann habe ich hier bereits meine persönlichen Einstellungen drin, mit denen ich eigentlich immer loslege. Und alles, was ich jetzt machen muss, ich werde meinen Fluss auf etwa 30-40% stellen und den Pinsel anpassen mit dem Scrollrad. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier noch ins Gesicht etwas Licht malen, hier hinten beim Logo oder hier in den Hosen hier noch etwas Zeichnung reinbringen, einfach als Beispiel. Es geht mir nur ums Beispiel. Oder vielleicht hier oben bei den Armen oder da hinten noch ein bisschen Textur ins Shirt, dass man da was sieht. Auf der anderen Seite beim Burn könnte ich mir vorstellen, ich minimiere das da kurz, dass ich da oben zum Beispiel das da abdunkle, weil ich brauche das gar nicht so hell. Oder hier links bei der Maschine hier etwas abdunkeln oder da hinten dieser Schrank oder was das ist. So, und jetzt seht ihr, wie ich mit diesen Einstellungen hier, Dodge und Burn, hier habe ich aufgehellt, einfach, ja, ihr wisst, was ich meine, es geht nur ums Prinzip. Und hier mit Burn habe ich abgedunkelt. Und das Coole ist, mit einem Klick habe ich zwei leere Masken bekommen, die einerseits den Namen kriegen, die andererseits die Einstellungen hier kriegen und alles, was ich tun muss, ist noch zu malen. Und wenn das Ganze zu stark oder zu schwach ist, dann könnt ihr im Nachhinein natürlich immer noch hier hingehen und könnt die Einstellungen ändern. Finde ich extrem cool. Das Ganze ist auch kompatibel mit dem normalen Lightroom oder mit Lightroom Mobile. Ihr könnt einfach dieses Preset, ich mache da kurz Rechtsklick drauf, wenn ich das im Finder anzeige, ich ziehe das da kurz rüber, so, dann seht ihr den Pfad. Das ist also User, Library, Application Support, Adobe Camera Raw Settings und dann euer Set. Und das könnt ihr problemlos auch im anderen Lightroom importieren. Vielleicht noch ganz kurz, wie habe ich das gemacht? Wenn ihr das selber erstellen wollt, ich lösche das Ganze nochmal und zwar sage ich jetzt hier einfach mal löschen und löschen. Also ich bin einfach hingegangen, habe mit der Taste K einen neuen Pinsel geholt und habe nichts anderes gemacht als einfach, ups, Entschuldigung, einen Pinsel geholt und habe einfach da draußen, wo nichts ist, hier habe ich geklickt. Also nicht im Bild drin, sondern irgendwo da draußen. Und das hat mir dann eine Maske gegeben. Und die habe ich dann umbenannt, Dodge.
und habe die Einstellungen vorgenommen. Und weil ich da draußen geklickt habe, habe ich hier zwar einen Pinsel gekriegt, aber ich habe nichts an der Maske verändert. Seht ihr, die ist schwarz, ich habe nichts verändert. Und da wird jetzt erst etwas passieren, wenn ich da ins Bild male. Übrigens habe ich mir die Maskenüberlagerung so angezeigt, dass ich es schwarz auf weiß habe, wenn ich die O-Taste drücke. Ich finde das für mich viel angenehmer zum Beurteilen. Das könnt ihr entsprechend hier einstellen, was ihr haben wollt. Ja, und das Beste ist jetzt, wie gesagt, wenn ihr in der Beschreibung des YouTube-Filmes schaut, dann findet ihr den Download-Link zu diesem Preset. Und ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, wie lange ich das mache, ich mache es jetzt einfach mal, dass ich einfach so einen Ordner anlege, wo ich all diese Goodies, wenn ich dann mal welche habe, die lege ich einfach da rein und poste diesen Link mit jedem künftigen Video, wo es halt passt. Also bei den Affinity-Fotofilmen poste ich keinen Link mit Lightroom-Presets, aber dort, wo es passt, poste ich diesen Link und dann habt ihr immer Zugriff auf alles, also auch auf die Goodies, die in früheren Filmen schon mal gezeigt wurden. Das habe ich mir so überlegt, ich pflege das jetzt mal für ein paar Wochen, Monate, keine Ahnung wie lang, mal schauen, ob jemand das nutzen möchte, und ich glaube, das wäre noch ganz interessant für euch. Alles kostenlos natürlich, einfach weil ich Freude habe und die Freude mit euch teilen will. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Pixelwühler Michel Meierle.